So, schau mal, dann gehen wir wieder. Ihr habt doch kaum was verpasst. Achim hat nicht gemeckert, Achim hat nichts gesagt. Alles noch im grünen Bereich hier. Aber der Weg ist immer noch sehr unschön. Ja, das sieht so aus, ne? Aber wie gesagt, heute ist eher so der Feldertag, denke ich. Ja, die Tour. Das hatte ich mir eigentlich auch schon gedacht, als ich mir den angeguckt habe. Naja. Jetzt kann ich auch ein bisschen. Übrigens hat die Tour hat Achim ausgesucht. Nein. Du? Wir nehmen alles mit, was wir kriegen wollen. So ist das. Du hast die Tour ausgewählt. Lusthäuschen hört sich immer gut an. Deswegen, wegen dem Lusthäuschen, okay. Ja, gut. Wie gesagt, machen wir das Beste raus heute hier. Genau. Sind wir schon mal da. Schon wieder am Ende des Jahres. Guck mal hier, der Fall zeigt auch rechts hier. Zum Canyon-Blick geht hier. Dann gucken wir uns doch mal den Canyon an hier. Willi, der freut sich über uns, oder was? Willi freut sich, ja. Sag mal, er soll mal lieber mitkommen. Der hat ja gesagt, der ist die ganze Woche draußen, da muss er am Wochenende nicht auch noch draußen sein. Ja. Und dann stell dich schon mal darauf ein, dass er in 2 Wochen den Brinkmann dann mal mitnehmen, ne? Ja, so wie er hier am Drängeln ist heute. Ach so, ja, gut. Aber er kommt doch erst. Der kommt doch nur mit unter 5 Kilometer, das haben wir doch gar nicht. Ja, der kann ja 2 Wochen üben, damit er auf 14 Kilometer kommt. Nee, natürlich nicht. Nee, das ist recht. Das stimmt. Anstrengender, hier ist mein Kilo Schlamm alles. Ah, das verläuft sich schon. So, wo ist denn jetzt der Canyon hier?
geradeaus. Geradeaus ist mitten im Wald. Aber der Pfeil zeigt nach links. Gucken nach links und dann geradeaus. Gucken nach links. Okay. Wieder hin. Nö. So, erst noch ein Stückchen und dann rechts. Ja. So, dann muss ich wieder ein. Und Straße. Ja, das ist schon. Wir sind auf jeden Fall noch auf den Teutoschleifenweg. Eine Stunde, muss man dran denken, muss ich Björn noch anrufen. Stunde? Ja. 15 Meter weiter. Schön, ne? Kann ich schön ausruhen hier. Super. So, ein kleines Bächlein hier. Bei 7 Kilometer. Ja. Bei Kilometer 7 muss ich anrufen. Ich hoffe, da denke ich dran. Ja. Wir sind jetzt zu zweit. Gut. Ja. Ganz hübsche Gegend. Aber. Ach, bist du schon wieder bei Google am Gange? Hier, ja, schon wieder. Was hast du sich hier gemeldet? Was hast, wieso meldet er sich so oft bei dir? Bei mir meldet er sich nicht. Rechts? Oder geradeaus? Da weiter an die Straße. Da geht es zum Gut, zum Lusthäuschen, da kommen wir ja auch noch hin. Kennen wir mal links, 4 Kilometer. Hä? Verstehe ich nicht. Schön, schön. Na oben, das passt schon, keine Angst. Ja, ehrlich. Da hinten oben rechts. Ja, das heißt. Da machen wir ja so eine
so einen Kreis und dann geht es hier vorne wieder zurück auf den nächsten Kreis. Ja. Yeah. Jetzt zeigst du bei mir auch an hier. So ist das. Alles in Ruhe. Tja, dann laufen wir halt noch ein bisschen Straße. Ja, ich glaube, also links und rechts ist der Wald. Ja, hier ist alles voll Wald. Im Moment finde ich es auch besser wie den Matsch eben. Ja, das stimmt. Guck mal hier, für Weihnachten eine schöne Tanne. Hä? Scheiße, noch nie so eine hässliche Tanne gesehen. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir Achims Schatz heute noch finden, den er schon seit Monaten sucht. Den Römerschatz. Wie gesagt, du musst ja aber dann erstmal so einen Metalldetektor zulegen. Das kann man ja machen. Und so einen Klappspaten im Rucksack haben. Geschwindigkeit, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, du musst einen haben, der so während des Laufens macht irgendwie. Das sind nur markante Orte, wie Jahrhunderte alte Bäume. Ja. Drumherum. Ja, hier sind aber eine Menge. Hier ist aber Fichtenwald hier. Ja. Darum ist auch ein bisschen grün. Für die Unwissenden. Ja. Weil, hä? Ja. Nadelbäume haben ja keine Blätter, ne? Die runterfallen können. Nur Nadel. Ja. So, dann mal gucken, was hier um der Ecke ist hier. Ah, noch mehr Straße. Ist ja interessant. Haben wir gestern Essen gewesen? Oder? Nee, gestern haben wir nichts gemacht. Was habt ihr ja schon erzählt? Im Auto shoppen waren wir. Ja. Und jetzt haben wir auch nichts gemacht. Freitag waren wir beim Gehen bei mir hier. Mit meiner Schwester. Freund. Gertrud oder was? Ja. Okay. War wieder voll die Völlerei, wie immer beim Gehen. Ja, logisch. Ja. Ich werde unbedingt nochmal zu in den Jahregarten da. Ich muss unbedingt mal wieder hin. Ja. Da musst du ja einen Tisch reservieren. Ja, wenn du pünktlich kommst und viel versuchst. Pünktlich, bei dir, pünktlich gibt es nicht. Pünktlich, Adam ist immer dann, wenn ich da bin. Dann ist pünktlich. Pünktlich. Um 18 Uhr ist doch keiner mehr. Haben wir früher nicht mal als Kinder müssen. Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß genau, wenn abends immer oder früher mal zum Abendbrot da sein mussten. Ich dachte, war das 7 oder 18 Uhr? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Mach meine Schwester fragen, die weiß doch bestimmt noch. Oder Mutter heute Abend. Naja. 30 Meter rechts. Ey, wir rennen an einem vorbei hier. Ich weiß auch nicht, da waren gut. Hier kommen wir nochmal her. Hier kommen wir nochmal her. Also wir rennen hier fünfmal im Kreis, damit wir die 40 Kilometer voll kriegen. Hast du mir irgendwas von Teutoburger Schleife erzählt? Ach ja, eine Schleife. Ja, das ist eine Schleife. Ja, eine Schleife. Für die aber Unwissenden. Du, Andi, für die Unwissenden. Aber, Achim, das kann nicht sein, dass man an jeder Stelle sagt, hier kommen wir wieder vorbei. Das ist, Ja, für die Unwissenden. Schleife ist eine liegende Acht, ne? Unser Mathematiker hier. Hm? Oder Geologe, ne? Was heißt das? Ach, guck mal, genieß doch mal hier die Gegend. Hier ist doch wunderschön hier. Ja. Da hinten wird gebaut. Ist da die Autobahn oder was? Ja, wer weiß schon. Ja. Hier können wir ein bisschen Tempo machen eigentlich, nicht sagen. Ja.
Der Navigator meint, wir müssten schneller gehen. Ach so, ist gut. Alter, wieso ist meine Hose dreckig? Ach, was hast du gemacht? Hast du dagegen getreten oder was? Dann ist ja dreckig, aber mein gibt's ja gar nicht. Und dann warte mal ab. Ausnahme. Lass uns nachher mal kontrollieren. Du hast dann wieder bis zum Oberschenkel. Wahrscheinlich. Können wir mal so eine Umfrage starten, wer die dreckigsten Hosen immer. Wird gewaschen, siehst du? Der Akku. Oh, 29%. Oh nein. Kirchturmspitze. Längere. Exterheider Damm. Ach Gott, jetzt fahren auch noch Autos. Ja. Fahrt mal zur Seite. Wir haben sogar Gegenverkehr auch noch. Jetzt also der ist aber gut hier. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Fahrt mal rechts an. Mutchen. Mutchen. Oh Gott, hier ist ja wieder voll die Zivilisation. Ein schönes kleines Häuschen da. Ein bisschen weit vom Fluss. Jo. Hast du auf jeden Fall deine Ruhe. Warte, warte. Für alte Klinker. Ich habe so die Erinnerung, dass früher so die alten englischen Häuser, die hatten auch solche Klinker gehabt. Wenn du immer so siehst in den alten Filmen. Ja, guck mal. Schick dir doch mal einen Brief, steck doch mal einen Brief rein. Also ist auf jeden Fall nicht. Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Das ist das nächste Dorf. Schöner großer Briefkasten. Ja. Ja, Sehenswürdigkeiten sind heute irgendwie rar gesät. Ja, aber, hier. Der nächste ist noch weit weg. Echt? Ich mag das ja, wenn es was zu sehen gibt. Ne? Ja, da sind 7 Punkte drauf. Ja, 7 Punkte, aber die sind alle an einer Stelle. Alle hinten, ne? Was kommt, gleich kommt Nummer... Nummer? 3, ne? Ja, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Setz deine Brille auf. Ich kann es von hier hinten auch nicht sehen. Drei. Muss ich größer machen. Das Lusthäuschen kommt gleich. Oh, fangen wir mit dem Lusthäuschen an. Alter, Alter. Sind wir 5 Meter schon mal gegangen. Ja, bis 7. 9 ist schon noch was. 9 Punkte. Donner. Kulturenpark und Jones Garden. Aha. Okay. So, 9 Sehenswürdigkeiten. So, dann
haben wir ja doch noch was zu sehen. Aber hier vorne gibt es Ferienwohnungen. Also eine haben wir ja gesehen, das war der Schutzhütte. Ja. Das zweite war aber leider nur ein Wegpunkt. Okay. Okay, aber die anderen sind alle rot, das heißt, nee, 4 und 5 ist auch nur Wegpunkt. Und 8. Also wir haben jetzt noch 3, 4 Sehenswürdigkeiten vor uns. Ja. Dann lassen wir uns doch mal überraschen. So, hier kannst du ja Ferienwohnung anmieten, scheinbar. Aber irgendwie, glaube ich. So, hier müssen wir links. Hier müssen wir links? Jo, jo. Alter. Warte, alter Falter, gucken wir mal. Kann doch nicht sein. Noch einen Tuppen. Die gucken noch. Die gucken noch, müssen wir links da hinten. Da. Kann ja wohl nicht sein. Da, den kleinen Huppelweg. Da müssen wir hin. Ja, gut, dass ich noch einen zweiten Navi habe hier. Oh. Wir sind 30 Minuten vor der Zeit. Donner, wir sind zu schnell, siehst du? Da hätten wir auch den Guido mitnehmen können bei dem Tempo. Ja, der wäre wahrscheinlich noch im Matsch im Wald. So, jetzt müssen wir links. Der macht ja immer sein eigenes Ding, das ist ja das Problem. Oh, da unten, guck mal. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Ein Baum aufgerissen, am Bluten. Die Friederike. Ja, aber frische Luft ist ja auch. Ja, du, ich sag mal, wenn du hier irgendwie so einen Job hast, keine Ahnung, Autor, Schriftsteller oder so, dann ist das hier schön draußen. Ne? Denke ich auch, da bist du. Ja, oder Architekt oder irgendwie. Ein Softwareentwickler könnte ich mir das auch gut vorstellen hier. Haus, 10 Kinder. Na, bestimmt. Was? Machen wir den Mannschuh so. Ach so, ja. Die werden auch eh gleich wieder dreckig. Gewichtsersparen, das ist alles gut für die Beinmuskulatur. Dann hätten wir heute einfach irgendwie Turnschuhe anziehen sollen, hier, wenn wir hier die Straße laufen. Das wäre auch nicht so gut gekommen. Oh. Tiere! Was sind das denn? Lamas oder was? Kann ich sagen, dafür sind sie zu klein. Schafe sind es aber auch nicht. Nee. Alpakas? Alpakas sind das. 2 Stück unserer Reitpferde. Ich kriege das Weiße. Komm, hol das Lasso raus. So komisch, keine Ahnung. Müssen wir näher ran. Zum Identifizieren müssen wir näher ran. Ja, ich glaube, hier vorne, das könnte. Das sind so Alpakas sind das. So, also hier sind alles kleine, kleine Seen hier, das ist auch nicht schlecht. Hier auch. Also hinten, da sind auch noch welche. Ja, überall. Ja. So, was sind die da? Lamas sind nämlich größer. Ich glaube, die Alpakas sind die kleineren Dinger. Glaube ich. Vielleicht kann mal einer gerade bei Wikipedia nachgucken und bestimmen. Ich soll mal im Kommentar reinschreiben. Zum Gucken tun wir auf jeden Fall. Ja, geh nicht so da dran, die spucken die an. Ja, eine Alpaka-Zucht hier. Die sind aber seltsam aus, doch. Ja. Die nehmen ja auch die Wolle davon. Wie bei Schafen. Sind, glaube ich, sehr teuer, die Wolle davon. Ja. Was? Was
Das geht. Was? Ja, hier hinten. Hallo. Ja, bestimmt hören die auf dich. Hallo. Die Dinger, die gucken mir hier. Wieso habe ich hier. Alter, geht ja gar nicht. Das ist der Papa, ja? Jo, das ist der Hahn im Chor. Und hier vorne kannst du ja vorne, da vorne besser. Steht das drauf oder was? Highlight war das. Ja, ist das schön, ne? Ja. Aber die, das riecht hier schon mal wie im Osnabrücker Zoo, ey. Genau. Und du, wer hat sie denn nicht gemerkt, die Sau? Was denn? Die Alpakas. Für Alpakas gibt es bei Google keine Punkte. So. Hier, glaube ich. Anders. Nee. Bestimmt. So, hier so viele Autos hier. Moin. Und der Kirche auch mehr. Ja. Das müsste dann aber auch wieder wirklich längerig sein. Da. Wenn wir da hinten gestartet sind, einmal jetzt so rum sind. Kommen wir hier auch wieder dran vorbei? Gut. Ja. Gucken. Ja, auf einen Berge her. Ja. Das, ja. 12 Meter rechts, ja, die ist ja, das ist ja keine Lügenuhr mehr. Ja, das letzte Update war nicht schlecht. Der ja. Ist auch eben von alleine gestartet. Donner. Da wollte ich gar nichts machen. Die sind besser als Garmin, meinst du? Gut, das ist nicht länger nicht. Nee, ist es nicht. Nicht dumm auf dem Haus. Mensch, wo ist denn Lengerweg? Auf der anderen Seite? Sind wir schon einmal rüber? Ich verstehe das nicht. Jetzt müssen wir links, oder? Ja. Ja. Im Esch, haben wir eben schon mal gelesen. Im Arsch.
Was ist denn hier los? Der tockert hier denn immer. So, Anlieger frei. Tecklenburg-Hermannsburg. Okay. Familie Markus und Sandra Südfeld. Oh. Mal gucken, wie die hier Häuser kommen. Wind. Der Wind. Die eine mit der Nachricht nach der anderen. Oh, hier. Da liegt schon der erste Baum im Weg. Nee. Ach, wir müssen auch mal gucken, das mal an. Alles Baumleichen. Echt. Mach ein Foto davon. Ja. Der hat hier ganz schön gewütet, der. Mal sehen, was das für ein scheiß Boden ist hier. Da siehst du, das ist richtig, das ist nur Sand, ne? Der kann auch nichts halten. Aua!
Da lief ein Reh. Freiwillig läuft hier rum. Freiwillig. Hier lief gerade ein Reh rum. Ist abgehauen. Hä? Wer macht der Akku? Wer macht was? Akku. Keine Ahnung. 8% noch, dann machen wir erst ein Päuschen. Ja. Komm, lass das hier hoch. Hoch und dann. Ach, du wolltest doch letztes Mal kriechen hier, jetzt kannst du kriechen. Kein Bock? Ich auch nicht. Ich gehe hier außen rum. Ganz schön gewütet hier. In die Richtung da. Warte mal rein. Wir gucken hier. Er ist wahrscheinlich weitergelaufen. Ja, ich frage, wo der hingeht. Ja, das geht aber. Sollen wir geradeaus weiter? Ja, komm, mal sagen, was geht da wohl. Dann ist das wenig. Der Pfand drauf. 18 Pfand. Hasse. Da haben wir wieder. Thank you.
kannst du angenehm laufen. Quasi explodiert an der Stamm. So. Dann muss mal die Kamera loswerden. Machen wir Fotos davon. Aber weit sehen können wir heute ja auch nicht. So, Gott meine Zuversicht, 1990, na so. Ach, das ist das Lusthäuschen. So. Was fest? Ja, so. Das passt nicht. Hier. Ja, schöne Aussicht. Genießt sie. Schöne Aussicht. So. Nicht meine Friederike, meine Frau soll das heißen. Mitnehmen und low and slow gun.
Weg, dann können wir weiter. So. So, mal einen Akku wechseln. Wir sehen uns gleich. 3% hat.